Herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf. Wir spielen weiter How to Survive. Und, ja, wir müssen eine tote Katze finden. Tatsache. Nee, ist kein Scherz. Wir müssen eine tote Katze finden. Also, vielleicht ist sie ja gar nicht tot. Das wissen wir noch gar nicht. Oh, krass. Oh, warte, warte. Nein. Oh, shit. Ich wollte euch einen Dicken erstmal treffen. Zack. Und da sind diese Großen wieder dabei. Oh, shit. Die haben wir in der letzten Folge kennengelernt. Das sind so eine Art Endermänner, habe ich mir überlegt. Aber eigentlich nicht. Eigentlich machen die auch nichts anders als die anderen Zombies, außer groß sein. Und so dünn und lang. So, haben wir hier alles? Yo. Yo, 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 yo. Lass mich mal auf die Karte gucken. Wir müssen auch dringend pennen. Da sind aber keine Schlafplätze gerade in der Nähe. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, wir werden bald lernen, wie man Sachen sprengt. Und dann können wir diese Barrikaden da durchbrechen. Hey. Bams. 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 Ja, Bams. Bams. Stimmst du mal bitte? Jetzt habe ich dem... Jetzt wollte er gerade hinfallen. Und dann habe ich dem quasi aufgeholfen. Zack. Ja, diese Finish-Shims, die vergesse ich immer. Sollte ich häufiger benutzen. Ey. Ups. Falsche Waffe. So. Hier komme ich gar nicht weiter, oder was? Oh, shit, hallo. Okay. Okay. Ich dachte erst, das wird knapp, aber wurde es nicht, weil ich so unglaublich gut bin. Zack. Zack. Geht's hier weiter oder not? Ah, ich glaube nicht. Oh, shit. Okay. Okay, könnt ihr mal... Oh, shit. Oh. Oh, verbrenne! Verbrenne! Jetzt verbrenne endlich! Oh, geh mal weg. Oh, der wirft mit Zombies. So, dich mache ich jetzt kaputt, Digga. Dich mache ich... Ah! Haha, daneben. Habe ich keine Munition mehr? Doch. Brenne! Oh, daneben. Ich kann einfach gedrückt halten. Geil. Jetzt ist die Frage aber... Oh! Jetzt ist die Frage, macht das Sinn, was ich hier gerade tue? Ich habe ja keine Muni mehr. Oh. Brenne! Zack, keine Muni mehr. Aua, 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 aua. So, jetzt habe ich normale Munition. Die können wir auch noch an den verballern. Oh, sieht doch gut aus. Der ist gleich tot. Der ist gleich tot. Ey, du. Oh, oh. Oh. Aha. Ja, das ist schwer. Ja, Leben. Also wenn ich mich an Shadow Warrior zurückerinnere, dann ist das hier gerade Pipi... Oh, shit. Pipi Fox 2000 XP. Stirbst du mal bitte. Jetzt. Geil. Munition. Weste, Munition, Weste. Wie viel Munition haben wir denn jetzt wieder? 342. Total ausreichend. Aber wir sind mal wieder aufgestiegen. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Bessere Chance mit einer Schusswaffe einen kritischen Treffer zu landen, finde ich gut. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, bei einer Leiche mehr Munition zu finden. Das finde ich gut hier. Das verfolgen wir, weil hier können wir auch einen Kopfschuss machen und hier Fertigkeit, selbstgebaute Zielfernrohre herzustellen. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber gut. Super Soldat. Fähigkeit, Schildbooster herzustellen. Ach, ist doch alles Quatsch. Das brauche ich alles gar nicht. Ich glaube, ich gewinne das Spiel auch mit einer Waffe. Und zwar dem Todesboomerang des Todes. Ich brauche nicht mehr. Was liegt hier? Munition. Haben wir den jetzt gar nicht mehr in der Hand, ne? Warte, warte. Oh, bam, bam. Es ist der Boomerang, Boomerang. Es ist der Boomerang. Kauf den Todesboomerang des Todes. Bams. Und Bams. Und Bams. Wir können gleich nicht mehr sprinten, das ist nicht gut. Wir müssen uns dringend mal schlafen legen. Das ist eigentlich wie im echten Leben. Kann ich hier töten? Nein, sind schon alle tot. Jetzt kann ich wieder Munition einsammeln. Munition und Stoff. Was ist hier versteckte Jacke? Ja, toll. Das war ganz toll, aber... Also das Ding ist, ich glaube, ich werde gleich diese ganzen Jacken und Helme wegwerfen. Und nachdem ich welche gemacht habe mit so einer Metallplatte... Und dann brauchen wir die auch nicht mehr. Weil die gehen ja auch nicht kaputt. Die gehen ja auch nicht kaputt. Wir haben das jetzt, warte mal. Hier.
Hauen wir die ganze Zeit an den Shit. Und ist alles gut. Es geht nichts kaputt. Langes Rohr. Eingesammelt. Was mache ich damit? So, jetzt sind wir im Wald. Ich sehe schon, da unten wird die Katze sein. Die Katze. Die dumme Katze. Ups. Oh, ein Friedhof. Oh, und so ein Tierding. Geh, lass mich in Ruhe. Nein. Oh, das war knapp. Bang. Bang. Wie lustig aus wie der läuft, ne? Komm, geh weg. Ja. Oh. Ja. Oh. Ich will einen Finish machen. Oh, jetzt. Jetzt. Yeah. Tschüss. Oh, die Westen. Die sammle ich immer noch ein, obwohl ich die gleich wegschmeißen will, alle. Und so. So, was geht hier? Noch so ein großer, oder was? Ist hier noch... Oh, ein Boomer. Achso, wieder falsche Waffe, ne? Nach dem Finishen behält er nämlich diese Nahkampfwaffe in der Hand. Das nervt mich ein bisschen, aber es ist halt so. Und es gibt Schlimmeres auf der Welt. Erde. So. So, ich bin bereit für die Katze. Es soll übrigens ein Remake von Friedhof der Kuscheltiere geben. Kennt ihr das Original? Hammergeiler Film. Als ich damals klein war und den geguckt habe, hatte ich Angst. Weil der war schon krass. Und ich würde mich freuen auf ein Remake. Ich glaube, natürlich werde ich nicht mehr so viel Angst haben wie damals, als ich klein war. Aber hey. So selbstgebaute Pumpkin, niedrige Feuerrate, hohe Streuung. Selbstgebaute Waffe, sehr hohe Feuerrate, mit der Schaden, große Reichweite. Brauchen wir nicht. Das werden wir jetzt einfach wegschmeißen. Obwohl wir brauchen die Einzelteile, aber wir können die ja nicht auseinanderbauen, weil wir viel zu wenig Platz im Inventar haben. Oh. Ich bin so wütend. Wut. Alter. So, lass mal was trinken. Hatten wir überhaupt Durst? Weiß ich nicht. So, egal. Oh, wir haben auch ganz schön viel Hunger gerade mittlerweile. Essen. Und wir müssen schlafen. Ledergurt, können wir nicht nehmen. Zu wenig Platz im Inventar. Es ist der zu wenig Platz im Inventar-Song. Wollen wir die Axt wegwerfen? Brauchen wir ein Ledergurt? Ich weiß nicht. Oh, noch ein Helm. Oh, er ist 41. Die passen locker in die Tasche. Aber so ein Gurt? Nee. So, du willst auch noch Stress oder was? Zack. Wo ist denn jetzt die dumme Katze? Ich bin doch genau da. Ach, hier. Oh, fuck. Okay, lass uns das noch essen. Können wir die Katze mitnehmen? So, dann haben wir hier noch ein Äffchen. Und ich glaube, wir können hier oben rum dann direkt ein bisschen schneller zu der Tante wieder zurückgehen. Ich glaube, das soll eine ältere Dame darstellen, aber ich finde die Sprecherin ist ein bisschen... man hört der raus, dass sie noch nicht so alt ist. Das höre ich leider raus mit meinem Adlergehör. Das ist gar kein... Adler hören gar nicht gut. Die gucken nur gut. Okay. Wisst ihr ja alle. Oh shit, das war knapp. Hier können wir schon mal Feuer machen, einfach nur damit es an ist. Da links kann man auch noch bestimmt tolle Sachen erleben, aber wir wollen zu dem Affen hier, der will bestimmt irgendwie eine Limo oder so. Zu Limo? Mit Zigaretten? Ich hab alles. Coco, bla bla bla, Schatz, schön für Haus, bla bla. Aber überall Monster, cool, Angst, über den wir hilft Coco. Finde in der Nähe der Gräber 5 Kelche. Ah, fuck you. Das machen wir jetzt noch schnell, ne? Weil wir gerade hier sind. Munition ist voll. Okay. Komm, das machen wir jetzt noch schnell. Wo war der Friedhof? Wo war der Friedhof nochmal? Hier direkt, ne? Weiß es nicht. Kann nicht mehr sprinten. Hier. Okay. Da. Cache Nummer 1. Wir müssen mal wieder Platz machen, ne? Ich schmeiß jetzt die Axt weg, Leute. Das muss ich leider behalten, damit wir noch einen Armschutz machen können. Das ist ja sowieso Stoff. Pff. Ich meine, irgendwann müssen wir mal wieder Heilpflanzen und so machen. Wir haben auch 2 Medikits, also eigentlich... Na komm, das schmeißen wir auf jeden Fall erstmal weg. Die Axt, ich fand sie schön. Es war gut, aber... Alles geht mal vorbei, ne? Alles hat ein Ende, ne? Nur meine Mutter hat 2. Nee, Quatsch. Deine Mutter.
Wo sind die Kelche? Gib mir Kelch. Was ist eigentlich, wenn ich ganz müde bin? Falle ich dann einfach hin und schlafe und sterbe dann, weil mich Zombies essen? Aber der nächste Schlafplatz ist so weit weg. Hm. Ihr könnt natürlich auch darauf verzichten, jetzt diese Kelche zu suchen. Ich glaube, darauf wird es auch jetzt hinauslaufen, so ein bisschen. In der Nähe der Gräber, mein Arsch. Hier ist überhaupt nichts. Komm, ich will das jetzt nicht riskieren. Wir laufen jetzt mal ganz schnell. Aber ganz schnell. Zu so einem Schlafplatz. Vielleicht an der Tante noch vorbei? Ist ja gleich hier, oder? Naja, naja. So, Äffchen, ich komm noch mal. Ach, hier ist noch ein Kelch. Oh, den habe ich jetzt gar nicht genommen. Ist ja super. Und ich komme da auch nicht zurück. Super. Ja, in der Nähe der Gräber. So viel dazu. Okay, beeil dich. Beeil dich, Jack. Oh, Mucke. Warum ist eine komische Mucke jetzt? Hä? Hä? Ich will ihn töten. Warum geht das nicht? Wieso geht das nicht? Wieso kann ich keinen Finisher machen? Möchte doch so gerne. Ah, jetzt. Er ist gegangen, aber der ist ja gestorben, der Penner. So. Hallo. Hier sind noch mehr Gräber. Ah, hier sind auch Kelche. Okay. Okay. Also gibt es mehrere Gräber und mehrere Orte, wo diese mehreren Kelche sein können. I understand. Bums. Macht der Boomer. Oh, die Oma. Guck mal, sie ist aufgestanden. Hallo. Ja, bitte warten Sie kurz. Ich kann. Ich komme. Ich komme. Oh, 2%. Gleich bin ich tot. Ich muss pennen gehen. Hier, nimm schnell. What is that? Is this a joke? This isn't my Enzo. Na toll. This is just the fur of a mutilated cat. You are a real shit of a human being. No battery for you. Okay. Ja, gut, dass wir die geholt haben. Und gut, dass sie shit mit Ekel übersetzen. So, ich komme gleich wieder zu dir zurück. Ich habe gesehen, du hast ein Ausrufezeichen, aber ich muss jetzt erstmal pennen gehen. Und ich vermute, ich schaff's nicht mehr dahin. Oder? Guck mal, wie erschöpft wir sind. Zack, zack. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Da oben. Das Ding ist nur, wir müssen das gleich noch überleben, ne? Weil wir müssen das erstmal säubern. Ich überlege, ob ich dann eine andere Waffe in die Hand nehmen soll, aber ich glaube nicht. Oh shit, jetzt sind ja jetzt schon so viele. Oh! Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen, ne? Oh. Zack. Zack. Zack, zack. Oh, warte. Ich muss mich kurz konzentrieren. Jetzt stirb doch endlich, du Kacknacken. So. So. Feuer. Ist wichtig. Aufmachen. Ist wichtig. Zack. Das war ein großes Ding. Okay, und jetzt kommen sie gleich alle. Pass auf. Pass auf, hier geht gleich die Party. Moment. Nee? Ja, nein, vielleicht. Oh, ich höre sie schon. Da kommen sie. Okay, Boomer. Erstmal Boomer. Immer erst den Boomer, weil wenn der zu nahe kommt und so. Oh! Oh! Zack! Ja, was ist? Boomer? Nee. Okay, total entspannt alles. Noch ein Boomer. Noch mehr Boomer. Und noch ein Boomer. Ja. Und noch ein Boomer. Oh, oh, oh. Oh, shit. Okay. Oh, ganz ruhig bleiben. Noch ist alles gut. Noch ist alles im grünen Bereich. Oh. Ich kann nicht laufen. Oh, shit. Oh. Oh, ja, ja. Erschöpfung. Ich hab's gesehen. Oh. Bam, bam, bam. Okay, noch ist alles gut. Noch ist alles gut. Aber noch. Komm, stirb bitte. Boomer kaputt. Du kaputt. Boomer kaputt. Oh. Okay, der Boomerang ist hammergeil. Aber er hat so seine Nachteile. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Oh. 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 Ja, wenn es so viele sind, ne? Wenn es so viele sind. Oh. 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 Ich bin ein bisschen aufgeregt. Sieht man das? Hört man das? Oh. Ei, ah, Idiot. Oh, shit. Oh, shit.
Oh, das war knapp. Jetzt nehmen wir endlich mal so ein Medikit. Gut, dass man da die instant geheilt ist. Stirb! Und ihr auch alle! Wieso rennen die auch alle immer so? Hast du es eilig? Das hört nicht auf. Naja, doch jetzt. Ja, das waren ganz schön viele. Es blinkt schon rot, siehst du? Gleich kippen wir um. Nee. Total entspannt. Hier einmal zumachen, bitte. Und hinlegen. Alter. Gut, das war ein bisschen aufregend. Und ich bin ganz schön gespannt, was die Alte von uns will. Jetzt, wo sie uns so beleidigt hat mit der Katze und Tod. Und das ist ja nicht meine und so. All das werden wir rausfinden in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen hoch. Und wir sehen uns das nächste Mal. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.